Herzlich willkommen zu unserem vierten Tutorial für Diözesanverbände. Jetzt in diesem Teil gucken wir uns konkret an, wie Inhalte bearbeitet werden, das heißt, wie wir Texte schreiben, Bilder platzieren und mit den verschiedenen Inhaltselementen umgehen können. Dafür nehmen wir jetzt einmal hier diese beiden Seiten, einmal über uns und Co-Kreise. Fangen wir mit der Co-Kreise-Seite an. Die hat hier zunächst kein Inhalt. Wir schalten wieder hier nebendran parallel die Seite in der Frontend-Ansicht an und sehen hier, dass wir noch nichts sehen. Das heißt, als allererstes müssen wir auf jeden Fall wieder hier ein Rahmen-Template platzieren. Das steht ganz unten in der Liste. Hier DV-Muster-Seite. Überschrift können wir DV-Muster-Seite nehmen. Wird eh nicht angezeigt. Aber dann wissen wir, was es ist. Inhalt haben wir noch nicht, den fügen wir dann nachträglich ein. Und hier machen wir Speichern und Schließen. So, laden wir hier kurz neu. Dann erscheint zumindest schon mal der Rahmen der Seite. Und gehen jetzt hier einfach in diese Musterseite hinein und fügen dort ein weiteres Element ein. Und fangen jetzt einfach mal an mit einem Text. Auch hier ist die Überschrift primär zur Benennung da. Nennen wir einfach mal hier Liste der Co-Kreise. Und schreiben wir hier einfach einen Text. Das hier ist jetzt noch normaler Text. Dann haben wir hier auch die Möglichkeit, ähnlich wie das aus Word oder anderen Sachen bekannt ist, hier Aufzählungszeichen zu verwenden, hier irgendwas fett zu markieren. So, schreiben wir einfach mal zwei Sachen hin. Speichern. Und schauen uns an, wie das ausgegeben wird. So, wir sehen, der Text wird jetzt hier ausgegeben. Die Überschrift mal wieder nicht. Das heißt, wenn wir hier noch eine richtige Überschrift haben wollen, müssen wir die jetzt in dem Fall hier in den Text reinschreiben. Also wir schreiben was, markieren das und gehen hier auf Absatz und haben dann hier verschiedene Überschriftsformate. Also das ist eins, was wir recht häufig auf der Seite auch verwendet haben. Oder hier noch ein bisschen größer in einem hellen Blau. Also da könnt ihr recht frei wählen. Ja, das speichern wir erstmal wieder. So wird es jetzt angezeigt. Was wir hier auch machen können, ist, wir irgendwelche Hyperlinks setzen. Dafür markieren wir jetzt einfach mal hier diesen Co-Kreis Musterhausen und gehen hier auf das Symbol mit der Weltkugel und diesem Kettenglied davor. Sagen hier externe URL. Gebe ich einfach irgendwas ein. Co-Kreis Musterhausen.de. Bei Zielfenster ist immer sinnvoll, wenn ihr auf externe Seiten verlinkt, hier auszuwählen ein neues Fenster. Link setzen. Speichern. Und Musterhausen wird jetzt hier als Link markiert. Ja, das war jetzt erstmal der Teil, wie wir ganz normale Texte bearbeiten. In einer DV-Musterseite. Also wir können natürlich auch auf der DV-Musterseite jetzt hier noch weitere Inhaltselemente hinsetzen. Machen wir einfach nochmal hier
einen weiteren Text. Und so in dieser Manier könnt ihr eben eine Seite aus beliebig vielen einzelnen Inhaltselementen zusammensetzen. Ihr habt auch die Möglichkeit, Elemente von anderen Seiten zu verknüpfen, hier über Datensätze durchblättern. Ich nehme einfach mal irgendwas von der anderen Seite runter. Zum Beispiel hier das Feld Ansprechpartner von dort. Das wird dann jetzt einfach hier unten drunter reingeladen. Alles noch in den Rahmen der DV-Musterseite. Und dann schauen wir uns die Seite jetzt mal an. Dann kommt das hier noch unten drunter. Das ist hier eben in der Frontend-Ansicht gar nicht zu sehen. Aber hier seht ihr halt, dass die Seite aus verschiedenen einzelnen Elementen bestehen kann. Jetzt bauen wir nochmal eine andere Seite, auf der wir einfach mal uns als sozusagen Steuerungsgruppe vorstellen wollen. Nehmen dafür die Seite über uns. Die ist auch erstmal noch komplett leer. Und fügen jetzt das andere mögliche äußere Element ein, nämlich die DV-Verteilerseite. Also eine Vorlage für so eine Verteilerseite habt ihr auch alle hier in eurer Seite, die entweder nach eurem Diözesanverband benannt ist oder irgendwie Verteilerseite heißen müsste. So, geben wir dem ersten Mal den Überschrift Verteilerseite. Speichern und schließen. Und schauen auch uns erstmal diese Seite an. Bei der haben wir eben hier wirklich nur den äußeren Rahmen und zwischendrin ein kleines Fleckchen weiß. Dann fügen wir hier erstmal wieder einen Inhalt ein. Fangen wir mit einem Text an. Speichern und schließen. Das wäre jetzt hier einfach ein ganz normaler Text. Und unten drunter fügen wir jetzt hier noch ein weiteres Element ein. Und zwar nehmen wir dafür jetzt hier DV2-Spalter, um dann gleich zwei Elemente nebeneinander stehen zu haben. Und stellen nochmal zwei Mitglieder vor. Da haben wir hier Susi Sorglos und auf der rechten Seite Peter Mustermann. Speichern das. Und schauen uns wieder an, wie das jetzt dargestellt wird. So, und dann hier schon mal die Überschriften für die beiden. Und weil wir zu denen jetzt auch Bilder einfügen wollen, gehen wir erst nochmal kurz hier rüber in das Medienverzeichnis, Dateiverwaltung. Machen jetzt hier nochmal einen weiteren Ordner, weil wir nicht nur Logos speichern wollen, sondern nennen den Ordner jetzt einfach mal. Ja, also müssen wir ihn machen. So, Bilder, Webseite, speichern. Gehen in den Ordner rein. Und laden zwei Dateien hoch. Nehmen wir hier diese beiden. Die laden hier hoch. So. Und gehen zurück zu dieser Seite. Ah, dem haben wir hier noch keinen Namen gegeben. Das war erstmal nicht schlimm, aber ich persönlich finde es immer unübersichtlich. So. Dann haben wir hier einen Namen. Und fügen hier jetzt erstmal links ein Element ein. Nehmen hier jetzt Text und Bilder.
Also sollte doch mal irgendwann eine Überschrift angezeigt werden und dann auch nicht so angezeigt, wie ihr es wollt, könnt ihr hier bei Typ, wo es Standard steht, immer noch verborgen nehmen, dann wird die Überschrift zwar hier gespeichert, aber eben nicht auf der Webseite angezeigt. So. Hier ein Text. Gehen wir rüber auf Bilder. Wählen eins aus. Bilder-Webseite. Können eine Beschriftung dazu setzen. Wenn wir hier draufklicken, dann wird das Bild, kann das Bild vergrößert werden, wenn man es anklickt. Oder alternativ können wir auch hier einen Internetlink angeben oder hierüber eine Seite auswählen von der Webseite, die dann eben, wenn man das Bild anklickt, aufgerufen würden. Beides zusammen geht logischerweise nicht, sondern müsst euch quasi entscheiden. Wenn beides angeklickt würde, also angeklickt und hier was reingeschrieben würde, dann hätte der Link Vorrang. So, das haben wir hier alles gesetzt. Speichern und schließen. Und gucken uns das mal an. Okay, das Bild unserer Susi sorglos ist noch ein bisschen arg groß. Daher wieder hier auf Bearbeiten. Und gehen jetzt in den Reiter Erscheinungsbild. Dann können wir hier angeben, wie das Bild im Text formatiert sein soll. So haben wir zum Beispiel hier links im Text und eine Breite von maximal 100 Pixeln. Speichern das. So, dann ist das schon mal deutlich kleiner. Und machen hier auf der anderen Seite noch genau das Gleiche. Text und Bilder. So. Wählen hier wieder ein Bild aus. Sagen auch, dass wir es vergrößern können. Der darf jetzt im Text auf der rechten Seite stehen. Breite 100 Pixel. Speichern und schließen. So, dann klicken wir ihn hier an. Und dann öffnet sich das Bild in groß in so einer Lightbox. Also nach dem Prinzip könnt ihr eben alle Seiten aufbauen. Ihr könnt auch von irgendwelchen Seiten direkt Elemente kopieren. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach nochmal hier die Bildergalerie, die wir hier haben. Kopieren die. Jetzt sehen wir, dass wir hier dieses Einfügungssymbol haben. Dann gehen wir auf diese Über-uns-Seite und fügen es einfach mal hier ein. So, was haben wir hier unten für ein Element? Das brauchen wir erstmal nicht. Blenden wir aus. So, die Bildergalerie ist erstmal noch unsichtbar. Dann schalten wir die auf sichtbar. Und dafür den Peter Mustermann auf unsichtbar. Und dann erscheinen jetzt hier die Bilder. Den lösen wir jetzt hier einfach auch mal. Dann ist er hier auf dieser Seite verschwunden und wir finden ihn auch so schnell nicht mehr. Außer wir klicken hier drauf. Auf über uns. Und dann sehen wir hier, dass er hier noch ausgeblendet da ist. Aber eben nicht mehr drin vorkommt. Wenn wir ihn ganz löschen wollen, oder irgendwelche anderen Elemente, dann geht es am einfachsten über die Listenansicht. Da haben wir zum Beispiel auch dieses Element ohne Titel, das irgendwo hier auftauchte. Das kommt, weil hier keine Zahl steht, nirgendwo auf der Seite vor. Wäre theoretisch noch sichtbar, aber wir haben es halt eben von der Seite runtergenommen. Da können wir es auch ganz löschen. Machen wir hier tatsächlich löschen, ja.
dann ist es weg. Eine andere Möglichkeit, Elemente zu löschen, ist dann direkt hier drauf zu gehen, Datensatz bearbeiten und dann hier oben auf das Entfernen-Symbol. Das geht genauso. Ja, ihr seht ja hier in der Listenansicht, da lässt sich nicht wirklich nachvollziehen, wie die Seite aufgebaut ist. Also da sind die Elemente in irgendeiner relativ willkürlichen Reihenfolge. Daher ist eben auch die Seitenansicht immer die bessere, wenn es darum geht, wirklich konkret Inhalte zu bearbeiten. Ja, das war dann schon der Teil zum Bearbeiten von Inhalten. Und im nächsten Tutorial kommen wir dann zur News-Funktion. Bis dahin, macht's gut!